Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, ich habe mich gefragt, was man in dieser Zeit für Weihnachtsgrüße senden kann. Schwierig. Wie Sie vermisse auch ich den Striezelmarkt, das weihnachtliche Dresden und alles, was die Weihnachtsstadt Dresden so ausmacht. Aber wir wissen auch, alle Dresdner haben und können Krisen und schwierige Situationen meisterlich bewältigen. Deshalb, was machen wir? Wir herzen unsere Liebsten besonders doll in diesem Jahr, so wir können und dürfen. Wir schmücken unsere Wohnungen doppelt so viel wie sonst. Wir schauen rechts und links auf alle die, die von dieser Pandemie besonders und hart getroffen sind. Gehen, sobald das möglich ist, wieder in die Theater, zu den Konzerten, ins Kino, in die Restaurants. Dann wird's auch wieder. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und schönes Weihnachtsfest.